Und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in Azuria City und haben quasi damit alle Vorbereitungen getroffen, um Zapdos zu fangen. Wir müssen hier durch. Ne, das ist ja quasi der Weg, den wir auch relativ nah am Anfang gelaufen sind. Nur halt, dass wir jetzt halt, später bei dieser Planschbecken, wo ich gesagt hatte, dass das Kraftwerk ist, und dem müssen wir jetzt quasi folgen. Pokémon. Dieser Knoss, der Schneider. So, die Trainer haben wir ja schon alle besiegt, das heißt, die gehen uns auch jetzt auch nicht auf die Ketten. Finde ich persönlich sehr beruhigend. Denn wenn sie jetzt auf die Ketten gehen würden, würde das mir hart auf die Ketten gehen. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ach, hier runter. Genau, die lang. Sehr schön. Jetzt geht's hier wieder hoch. Hier wieder runter. Hier lang. Genau, hier oben ist jetzt das Wasser. Perfekt. Und genau dieses Wasser brauchen wir jetzt. So, Pokémon. Chibi, Surfer, lalala, bararam, schwuppsiwupps. Und jetzt können wir hier, ne? Hier war das Krankenhaus mit dem Höhleneingang. Und da schwimmen wir jetzt mal getrost dran vorbei. Jetzt schwimmen wir unten zu dem wunderschönen Kraftwerk. Kraftwerk. Wow. Nicht mal Name vom Kraftwerk. Ist einfach nur Kraftwerk. Oh Gott, das sieht auch schon wieder so scheiß kompliziert aus. Moment, weil war doch hier mit diesen ganzen Voltoballen, oder? Speichern? Ja, manche Bälle sind Items und manche Bälle, also die meisten Bälle, man findet hier sehr viele Bälle. Und die meisten Bälle sind aber Voltoballs. Danke dafür. Zum Glück hat das Pokémon-Entwicklungsteam diesen Fluchtbutton hinzugefügt. Ah, siehst du schon, was Voltoball. Immerhin Level 40. Die könnten also schon ganz schöne Probleme bereiten. So, müssen wir mal kurz gucken, wo kommen wir hier, oh, zwei voller Pokébälle. TM3, 33 und ein Bzzz. Das neue Bzzz-Item. Hier geht schon mal nicht zu Blizzard. Blizzo? Blizzy? Blizzy Montana? Aber man sieht hier ganz schön viele Pokébälle, aber wie gesagt, die meisten davon sind halt Voltoballs. Trotzdem einfach mal alle ansprechen, weil die Items, die man hier finden kann, sind ganz schön, ne? Also weiß ich gar nicht. Also bisher haben wir ja nur einen TM gefunden. Oh, jetzt haben wir gerade irgendwas anderes gefunden. Aber es könnten halt auch gute Items dabei sein. Immerhin alle schon Level 40. Wenn es doch wenigstens Trainer auf Level 40 wären, dann könnten wir jetzt ne, schon EPs hier abstauben. Aber leider nein. So, von links kamen wir, also geht es jetzt hier nach rechts weiter. Ah, der ist schon kreis, ey, wir werden uns hier hart verlaufen. Gut, nach oben müssten wir weitergehen. Nach unten geht's gar nicht, oder? Okay. Hier nach links geht's weiter, das heißt, wir gehen erstmal hier doch hier oben lang. Dann geht's also hier doch erstmal rein. KP Plus, okay. Okay, hier gibt's nichts. Zum Glück brauchen wir hier von hier kein Item, das heißt, es ist nicht schlimm, wenn die Taschen volllaufen. Weil das, was wir hier primär suchen, ist ein Pokémon. Dafür ist immer Platz. Ich verstehe auch nicht, warum wenn Pokémon, wenn der Platz voll ist, wenn ihr automatisch auf die Bank teleportiert, aber Items werden nicht automatisch auf den PC teleportiert. Finde ich ein bisschen scheiße. Naja, zum Glück haben sie das mit den Items in den späteren Versionen gefixt. Gott, hier geht schon wieder in alle Richtungen lang. Alter. Oh, Level 43. Ah. Wenn ich hier bis Level 60 gehe, dann könnte man wirklich mal mit denen trainieren. Aber alles unter Level 60 bringt halt gar nichts.
von KP her. Von EP. Alter, wie weit denn noch? Wir werden hier nie wieder rausfinden, das wisst ihr schon, ne? Oh, okay. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. So, na dann, Zapdos! Yay! Kämpfen! Schlaf, Bruder! Item! Überball! Jawoll! Beim ersten Versuch direkt! Gut, dann waren also die 20 Hyperbälle doch völlig umsonst. Also, nicht völlig, aber hätten doch 10 Stück gereicht. Zapdos hat Spitznamen gegeben? Nein. So, nochmal kurz verifizieren, dass wir wirklich nicht den Hyperball, den Meisterball aus dem genommen haben. Item. Ne, Meisterball haben wir noch. Sehr schön, dann auf jeden Fall sicher. Sehr schön. Gut, geht's hier noch weiter? Ne, hier geht's nicht. Doch, denke ich. Ah, hier geht's. Wow. Wow. Ich dachte schon, wir müssen den ganzen Weg jetzt zurückfinden, aber wow. Wie geil ist das denn? Gut, dann Taubsi fliegen und zwar auf da. Jo, dann lernen wir jetzt erstmal unsere Taschen aus, beziehungsweise eigentlich nur unsere Pokémon. Wir brauchen zwei freie Slots. Gespeichert haben wir. Das heißt, wir machen jetzt mal Bills PC. Pokémon ablegen und zwar Shiki. Und Pikachu. Ja, ich weiß. Pikachu sieht nicht glücklich aus. So. Übrigens war dieses, ne? Das war quasi gerade die Androhung. Ab jetzt ist Pikachu sauer auf uns. Also ab jetzt, ne? Können wir Pikachu quasi vergessen. Aber wir brauchen Pikachu auch nicht mehr, weil wir haben bereits alle Pokémon, die wir nur durch Pikachu bekommen. Das ist ja bloß Shiki. Ne, jetzt müssen wir überlegen. Ne, Bidasam und Glumanda waren es ja. Die haben wir ja durch Pikachu bekommen, weil es glücklich war. Was heißt, jetzt brauchen wir kein glückliches Pikachu mehr. So, und jetzt können wir gleich die anderen Pokémon mitnehmen. Pokémon mitnehmen. Und zwar, warum sind die hier ganz oben? Von was sortiert denn der? Warum sind die letzten beiden Pokémon, die wir hinzugefügt haben, ganz unten? So wie ich es auch dachte, und zwar nach der Reihenfolge, wie man... Aber die beiden Pokémon sind hier ganz oben. Interessant. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was die eigentlich für Attacken haben. Pokémon. Zapdos Status. Donnerschock und Bohrschnabel. Und bei Zapdos. Arctos. Hat auch nur zwei Attacken. Okay, das heißt, wir können jedem eine vor ihm beibringen, das ist kein Problem. Dann machen wir ganz kurz die alten müssen wir wieder mitnehmen. PC von Ash. Aufnehmen. Welches vor ihm war jetzt was? Ich nehme einfach jetzt mal alle vor ihm mit. So, wo ist vor ihm 2? VM 3. Moment, da war doch gerade. Ne, VM 5. Schön in der richtigen Reihenfolge hier, ne? Damit wir hier nicht durcheinander kommen später. VM 3. Hallo? Ach, da. VM 4. Oh, jetzt kommt doch VM 5. Das war weiter oben. Da. So, dann gucken wir mal, welches vor allem jetzt das Richtige ist. Items. Wir könnten mal die ganzen TMs hier ablegen gleich mal. Haben wir wieder ein bisschen Platz auf dem PC? Nein, nicht Bill. Oh. PC von echt bitte. Ablegen. TM 35 können wir ablegen. TM 14 können wir ablegen. Sonderbonbon können wir ablegen. Ich hatte sogar schon zwei. Lol.
So, TM22 können wir ablegen. YF-Mal können wir auf jeden Fall. Ah, nee, brauchen wir noch. Dieser Ball nehmen wir auch noch mit. TM. Noch ein TM. Ich glaube, wir verkaufen wirklich mal die ganzen TMs. Das ist ja. Die ganzen TMs. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt. Da müssen wir erstmal gucken, welche TMs. Wir können ja mal so eine Liste machen, ne, dass wir mal aufschreiben, welche TMs wir alles haben, welche davon sinnvoll wären, weil, wie gesagt, Arctos, Zapdos und Labrados, die haben halt jeweils immer nur zwei Attacken. Das heißt, den könnten wir zum Beispiel sehr mächtige TMs antrainieren. Das wäre halt eine Möglichkeit, die TMs zu verwenden, aber eben, da müssen wir erstmal einen Überblick schaffen, was zur Hölle wir alles für TMs haben, weil wir haben nämlich eine ganze Menge. So, jetzt haben wir gespeichert. Das heißt, Pikachu ist jetzt auf ewig verloren. Also, Pikachu ist natürlich nicht verloren, wir haben ja Pikachu immer noch, aber sie ist jetzt wieder sauer auf uns. Ändert zum Glück am Spiel selber nichts, weil der Gemütszustand von Pikachu jetzt fürs weitere Spiel nicht mehr relevant ist, von daher. So, Arctos. Status. Hast du überhaupt gute Attacken? Eisstrahl hat, ne? Ja, oh, da hat aber nur 10 AP. Okay, ich glaube, ich bringe ihn doch direkt zur vorbei. Da hat mich wenigstens noch eine gute Attacke. Dann fangen wir mal direkt hier an mit den ganzen VMs. VM aktiviert, Zerschneider, nein. Mann, VM aktiviert, Fliegen, nein. VM aktiviert, Surfer, ja. Arctos. Gut, was? Was? Aber ist doch ein Eis-Pokémon. Okay, da brauchen wir später definitiv eine VM-Schlampe. Stärke sowieso nicht. Halt! Ach, fuck. Okay, jetzt habt ihr das wenigstens Blitzer leer. Ja. Okay, wir brauchen später also auf jeden Fall noch eine VM-Schlampe. Scheiß die Wand an. Ja, da haben wir jetzt aber nur eigentlich. Na komm, wir probieren es trotzdem mal. Wir haben ja gespeichert, hoffe ich mal. Wir speichern einfach nochmal. So. Probieren wir es einfach mal hier, ne? Achso, halt. Ja, komm. Ich muss an den PC ran. Und davor tauschen wir mal ganz kurz die Pokémon. Arctos kommt noch ganz oben. Immerhin schon Level 50. So, willkommen im Pokémon-Quiz. Lalala, schön, müsste kämpfen. Mehr Antworten, weiß deine Kampf gegen Arena. Nein. Sehr Pech. So, Arctos. Wir nutzen mal primär. Warum schläfst du bereits? Weil wir es eingeschläfert haben, als wir es gefangen haben. Fuck! Das speichert der. Ein Hurensohn ist das. We have a problem. Aber Momentchen mal, warte mal, resetten. Schlafen müsste ja auch im Pokémon Center geheilt werden, oder? Nein. Oh, Alter. Mach doch einmal das, was du sollst. So. Weil Schlafen ist ja auch eine Statusveränderung und Statusveränderungen werden auch mit geheilt. So, das heißt, es müsste jetzt eigentlich nicht mehr schlafen. Habe ich das schon getauscht? Nein. Arctos tauschen. Zapdos tauschen. So, haben wir die beiden mal ganz oben. Jetzt nochmal speichern. Ja, Pikachu läuft jetzt natürlich auch nicht mehr hinter uns her. Schade, aber ist halt so. So. Nein. So, Eisstrahl kommt nach oben. Schnabel. Leider haben wir davon nur 10 AP. Das heißt, wir müssen nach jedem dritten Kampf direkt zum Pokémon Center, einfach wo die AP leer sind, direkt speichern. Aber immerhin.
Oh, ist das geil, Alter. Okay, das ist heftig. Das finde ich mal heftig. So, jetzt speichern. Alter, ich muss echt jedes Mal die Fragen machen? Hallo, ich drück... Ach, den Leer... Oh, Alter, da steht ja echt extra zwei... Was? Da hatten wir letztens Nein angekreuzt, ne? Ich mach mal Ja. Yay! Eisnabel. So, dann werde ich die ganzen Pokémon auch gleich mal schon trainiert. Ich meine, die haben immerhin schon Level 50, aber es geht halt auch besser. Kommt noch ein Pokémon. Oha. Oh. Okay, hat gerade so gereizt und schon sind unsere AP leer. Das heißt, jetzt müssen wir direkt zum Pokémon Center. Ach, hey, Minecha. Das kann heiter werden mit den APs, Alter. Hoffentlich lernen sie noch etwas andere starke Attacken, die dafür ein bisschen mehr APs haben. Also, ne, mindestens 35 AP, also eine gute Attacke mit 35 AP. Hups, das ist das falsche Haus. Hätte ich doch schon gerne. Also, das ist ja das Mindeste. So, genau, hier war ich bereits, das heißt, ich kann jetzt hier lang gehen. Jetzt kommt der nächste. Pokémon für das Prüfen Wissen entwickelt sich Quapsel dreimal. Quapsel, Quapuzzo, Quapadapadup. Ich weiß es nicht. Also dreimal ist sowieso selten. Es gibt kaum Pokémon, die vier Entwicklungsstufen haben. Von daher würde ich einfach mal auf Ja tippen. Also, dass Ja falsch ist. Yay! Ein Pokémon nur? Sehr schön. Alter, die geben auch immer schön viel Cash. Sehr geil, das Ganze. So, speichern hier mal. Pokémon Quiz, Prüfung der Wissen. Sind Donnerattacken gegen Boden sehr effektiv? Ja, auf jeden Fall, Digga. Die zerpflücken das Pokémon regelrecht. Nein, überhaupt nicht, weil Boden-Pokémon wirken quasi wie Blitzableiter. Macht zwar technisch gesehen keinen Sinn, weil sie damit erst recht von Strom durchflossen werden, aber ja. Auf jeden Fall, weil halt die Logik ist, Boden-Pokémon sind wie Blitzableiter, deswegen ist Elektro gegen sie nicht effektiv. Das ist die Logik aus Sicht von Pokémon dahinter. So. 51. Oh, Blizzard! Ja, leck mich am Arsch. Und damit haben wir zumindest schon mal zwei Attacken. Wie gut Blizzard ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Unterscheidet sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Was? Ich sag mal nein. Was gerade hier falsch ist, sag ich doch. Ich weiß zwar nicht mehr, was er gefragt hat, aber ich glaube mal, jede sinnvolle Frage würde ein Nein hervorrufen. Weil Level ist halt nicht alles, ne? So, ich war in vielen Pokémon-Arenen doch in diesem Ereignissen. So, der hat zwei Pokémon. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Alter, fünf, entweder mal weniger. Und Schnabel ist natürlich Typ Flug, also überhaupt nicht das, was ich brauche. Schnabel ist wahrscheinlich auch die erste Attacke, die ich verlerne, wenn es dazu kommt irgendwann mal. Ja, ich bin ganz schön stark, ne? Ich habe jetzt auch schon zwei legendäre Pokémon. Das macht natürlich schon einen gewissen Unterschied, ne? Und wie gesagt, jetzt kommen noch zwei hinzu. Lavados und Mewtwo. So, Pokémon Quiz, ich will mal wissen. Lalalala. Ist TM die Froschattacke? Weiß ich nicht, ich sag einfach mal ja. Gegen Wasser kann Feuer nichts. Ja. Hat das gerade einen Tipp gegeben? Ist der bekloppt? Weißt du, die wollen halt einfach sterben. Die wollen einfach sterben. Gut, jetzt kann es natürlich auch sein, ne, dass es quasi diese Lehrerlogik ist. Die wollen quasi, dass wir gewinnen, weil die ja uns quasi, ne, Arena sind ja quasi da, vor allem die Leute vor der Arena, also vor dem Arena-Leiter, sind ja eigentlich dazu da, um uns quasi auf den Arena-Leiter vorzubereiten. Von daher kann man das quasi so als Unterricht betrachten. Und aus dem Gesichtspunkt macht es vielleicht auch Sinn, dass wir uns Tipps geben. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter. Mein Feuer-Pokémon lassen deine Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Naja, bei dir sind die Gegner Feuer und Flamme. Du solltest schon mal
Feuerheiler parat hat. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Mal gucken. So, der hat 3 Pokémon. Na dann. Und wir haben noch 3 AP. Haha. Ob das reicht? Das reicht nicht. Blizzard, mal gucken, wie stark das ist. Was? Och nö, nö, jetzt machen wir hier keinen Anstand hier. Digga! Leck mich. Seit wann kann Feuerattacken paralysieren? Was ist denn da los? Gut, dann setzen wir halt direkt Blizzard ein. Ein Feuer-Pokémon, was 3 Level unter mir ist, macht mich mit einer Attacke tot? Hat ja gut funktioniert. Warum ist die Attacke sehr effektiv? Oh Gott. Ja, jetzt wisst ihr endlich mal, was ich meine mit, dass man bei Pokémon, also beim Game Boy damals, den An-Ausschalter regelmäßig vergewaltigt hat. Ne? Weil das ist nämlich genau so eine Situation, wo du den Game Boy 10.000 Mal aus- und wieder einschaltest, damit du immer wieder mal probieren kannst. Und ja, aufgrund dessen ist das, was ich hier mache, mit dem ständig Neuladen, auch kein Cheaten, weil, wie gesagt, das hat man früher so gemacht. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich könnte natürlich auch mit Smetbo immer vorher reingehen und den erstmal versuchen einzuschläfern, aber das macht keinen Sinn. Eistrahl, Lizard. Was hat er bitte schon für einen Angriff genutzt? Rutenschlag. Verteidigung gehen. Attacke ging daneben? Ah, wurde besiegt, okay. Erd-Pokémon haben wir mal geschafft. Galoppa. Aber auch Level 50, ne? Warum ging es daneben? Mach halt hin, ne? Ist festgefroren. Ah. Komm, nochmal Schnabel hier, wollte reichen. Alter. Holy shit. Akani. Oh. 3 Level über uns. Haha. Hahaha. Wir haben nur noch 3 AP insgesamt. Das wird nie im Leben was. Alter. Nein, warum Supertrank? Bitte, du musst treffen. Ja! Ja! Oh, Digga, so viel Glück kann man nicht haben, Alter. Akani wurde besiegt. Arktos erhält Fetter. Ja, Alter, geil. Digga, wir haben noch 4 HP übrig. 4 HP? Digga, was geht? Schon wieder ein TM, Alter. 38. Feuersturm. Ja, das können wir später Lavados geben, auf jeden Fall. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall mal so eine Liste. Machen wir das vielleicht mal nächste Woche. Dann machen wir nächste Woche mal eine Folge, wo wir mal so ein, ne, einfach mal so ein Leafpad-Dokument nehmen, also so ein Textdokument. Schreiben wir die ganzen TMs auf, gucken dabei im Internet nach, was das für TMs sind. Und so weiter und so fort. Heilen. Tja, auf jeden Fall, das ist auch der Grund, weswegen wir, bevor wir in die Pokémon-Liga gehen, also gegen die Top 4 kämpfen, uns tatsächlich auch mit Items eindecken müssen, ne, wegen Paraheiler oder allgemein Top-Ether, die auch die APs wieder auffüllen. Weil man merkt ja, die ganzen guten Attacken haben gerade mal 10 AP. Und wenn wir gegen 4 Trainer kämpfen, hintereinander, wir kommen zwischendurch nicht mehr zum Heilen. Also nicht mehr im Pokémon-Center. Das heißt, unsere APs müssen ausreichen und das werden sie definitiv nicht. Also brauchen wir irgendwie ganz viele Items, die unsere Pokémon immer wieder beleben können, unsere APs immer wieder auffüllen können und so weiter und so fort. Das wird heftig. Aber gut. Ein Arena-Leiter haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob jetzt bereits die Mewtwo-Hülle offen ist. Oder ob wir dazu auch den 8. Arena-Leiter besiegen müssen. So. Taubsi, fliegen. Ja, das war genau das, was ich wollte. Pokémon, taub die fliegen. Oh.
Okay, jetzt noch davor. Das heißt, wir müssen noch etwa den 8. Arena-Leiter besiegen. Ach mal. So, genau. So. Achso, Pokémon geheilt habe ich ja gerade schon, ne? Pokémon. Ja, das hat Alter geheilt. Cool, das heißt, wir können dann jetzt nächste Folge geht es dann nämlich hier oben mit der Arena weiter. Also nächste Woche dann. Da wird ein Spaß. Die Trainer hier drin sind gar nicht so stark, deshalb werden die wahrscheinlich wieder mit. Also, die sind stark, ja, aber sind halt nicht auf einem Typ spezialisiert. Das heißt, hier kommen wir mit Smetbo super klar. Das heißt, wir werden da wieder mit Smetbo arbeiten. So, ungefähr. Gut, dann würde man sagen, speichern wir mal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Oh, ich habe vergessen, hier Samstag draus zu machen. Egal.